Umweltministerin Gewessler hat in Dubai angekündigt, die Pendlerpauschale abzuschaffen. Das Burgenland ist ein Pendlerbundesland und viele pendeln nach Wien. Was sagen Sie als Pendlersprecher der SP Burgenland zu diesem Vorhaben? Also grundsätzlich, wie Sie richtig gesagt haben, das Land Burgenland hat auf Einwohnerzahlen gemessen die meisten Pendler. Letztendlich historisch gewachsen, sage ich jetzt einmal. Für mich ist die Priorität 1. Natürlich hat die Politik folgende Aufgabe, Arbeitsplätze hier im Land, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Arbeitsplätze entstehen, dass gehalten werden. Das Land Burgenland hat noch nie so viele Arbeitsplätze gehabt wie derzeit. Letztendlich wissen wir aber trotzdem, dass wir sehr viele Pendler haben, wie Sie richtig gesagt haben. Wir wissen auch, dass wir einen guten Ausbau jetzt haben im Südburgenland, ganz Burgenland, was der öffentliche Verkehr ist. Das heißt, letztendlich die Menschen so weit wie möglich in den öffentlichen Verkehr mit einzubinden, hier die Rahmenbedingungen zu schaffen. Diese Rahmenbedingungen wurden geschaffen und werden geschaffen. Aber letztendlich, auf jene Menschen dürfen wir nicht vergessen, die letztendlich auch das Auto zukünftig brauchen werden. Und in den letzten Jahren waren das jene Menschen, die eigentlich die Melkkuh waren, der Nation. Aufgrund der Teuerungen der Spritpreise, sage ich jetzt einmal, es wurde die Pendlerpauschale, die ja immer grundsätzlich ungerecht ist, weil sie immer wiederum ein Freibetrag ist und kein Absatzbetrag, das heißt immer abhängig ist, wo es jemand verdient. Und letztendlich wissen wir, dass man sich dort dagegen stemmen. Aber letztendlich wird es ein No-Go seitens des Pendlerforums, seitens des SP Burgenland geben, wo man sagt, Menschen, die ihr Auto brauchen, sprich die Pendlerpauschale hier abzuschaffen, gibt es ein ganz klares Nein.